الحمد لله الحمد لله حمدا كاملا والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد فئة مسلمة In der jenen Nacht, als Abu Lu'lu', der Majusi, sich versteckte, bereitete er sich vor, nicht um es zu beten am Fajr-Gebet, sondern er hatte eine satanische Idee, eine Mission vor. Und zwar den Emir al-Mu'minin, den Führer der Gläubigen, Hazrat Umar radiallahu anh, zu töten. Hazrat Umar radiallahu anh führte das Fajr-Gebet mit einer langen Sura, wie er es immer gemacht hat. Und während er das Gebet leitete, trat Abu Lu'lu, dieser Majusi, mit einem vergifteten Dolch hervor. Er hatte es in seinem Ärmel versteckt und hinter einer Säule stand er. Und als Hazrat Umar radiallahu anh zum Ruku ging, trat er hinter der Säule hervor und stach auf ihn ein. Er versuchte zu entkommen und während er entkommen wollte, stach er auch links, rechts auf Muslime ein. Es wird überliefert, dass fast 13 Sahabe an diesem Tag auch getötet wurden. Und ein Sahabe warf ein Kleidungsstück über ihn und Abu Lu'lu' tötete sich unter dem Kleidungsstück selber, weil er wusste, es gab kein Ausweg mehr. Hazrat Umar radiallahu anh ließ Abdurrahman ibn Auf radiallahu anh das Gebet zu Ende verrichten. Und er starb selber nachher zu Hause. Möge Allah mit ihm zufrieden sein. Und während seiner noch bleibenden Stunden zu Hause, das Einzige, was ihn noch aktivierte, lebendig machte, war der Ezan und das Gebet. Er fragte nach dem Gebet, er fragte nach dem Ezan. Die Wichtigkeit des Gebetes wird durch diese Überlieferung und auch viele Aussagen des Propheten demonstriert. Ein Beispiel dafür, wo unser Prophet Folgendes sagt. Die erste Sache, über die der Diener am Tag der Auferstehung zur Rechenschaft gezogen wird, über die er Rechenschaft abgeben wird, ist die Salah, also das Gebet. Wenn das gut ist, wenn er darüber Rechenschaft abgeben kann, dann wird alles andere auch gut sein. Und wenn es schlecht ist und wenn er darüber keine Rechenschaft abgeben kann, dann wird alles andere auch schlecht sein, sagte er. In Wirklichkeit wird das Gebet, wenn es richtig verrichtet werden würde, mit wahrer Erinnerung, also an Allah, vor dem man im Gebet spricht, mit dem man im Gebet spricht, definitiv auch nach dem Gebet immer eine nachhaltige Wirkung auf den Betenden haben. Er wird Allah auch nach dem Gebet fürchten. Er wird sich an die Ruku, an die Sujud, an die Verse, die er rezitiert hat, auch nach dem Gebet erinnern und wird sich vor Allah fürchten, sich in falschen Taten oder Umgebungen aufzuhalten. Jedoch sehen wir in der muslimischen Gemeinschaft heutzutage Betende mit leider einigen unangemessenen Handlungen, auf die wir kurz unser Augenmerk richten sollten, verehrte Muslime. Einige konzentrieren sich nicht im Gebet auf das, was sie rezitieren. Okay, sie verstehen es nicht. Es ist Arabisch. Aber mal Hand aufs Herz. Hat nicht jeder von uns die Möglichkeit, mittlerweile, zumindest von der Sura Fatiha, die wir im Reden der Ka'at definitiv rezitieren müssen, die Bedeutung dessen auf Türkisch, Deutsch oder je nachdem, was man versteht, auswendig zu lernen, sodass man nach jedem Vers, wie so ein Untertitel, sich vor Augen zu haben, was sage ich denn da gerade? Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ja Rabbi, richte mich oder führe mich auf den wahren Weg. Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Auf dem Weg, deren du Gnade erwiesen hast. Aber wer sind denn diese Leute? Du willst auf irgendeinen Weg gerichtet werden, rechtgeleitet werden von Allah und sagst es in deinem Gebet in jeder Rekka, aber du weißt vielleicht nicht, wer denn diese Leute sind. Wobei das im Koran von unserem Prophet auch interpretiert wurde. Es sind diejenigen von den Propheten, von den Shuhada, von den Märtyrern, von den Salihin und von den Sadiqin, diejenigen sind das. Also muss sich doch ein Muslim, ein betender Muslim die Frage stellen, wer sind solche Leute? Wer sind diese Propheten? Welche Eigenschaften haben sie?
In jedem Rückat sage ich das, aber ich weiß gar nicht, was ich da sage. Welche Auswirkung soll dieses Gebet auf mich haben? Einige beeilen sich im Gebet, leider. Einige wandern während des Gebetes mit ihren Blicken umher. Die Anzahl der verrichteten Rekat wird dadurch vergessen, weil die Konzentration nicht da ist. Bei einigen beherrscht die Dunya ihre Herzen während des Gebetes. Ist das Herz überall anders in jedem Geschäft, aber nicht im Gebet. Auch gibt es welche, die beim Gemeinschaftsgebet schon die nächste Niederwerfung ausführen, bevor der Imam überhaupt Allahu Akbar gesagt hat, also vor dem Imam, eilig, schnell alles zu Ende führen wollen. Vergleiche dies mit jenen, die vor uns gelebt haben und auch gebetet haben. Ein Beispiel. Einige Leute hielten Al-Rabi ibn Khaytam für blind, da er ständig seinen Blick und seinen Kopf im Gebet senkte. Man sagt, er lebte 20 Jahre lang hinter dem Haus von Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anh. Und wenn sein Diener ibn Rabi sah, pflegte er zu sagen, dein blinder Freund kommt. Und wenn er das immer sagte, weil Abdullah radiallahu anh wusste, er ist nicht blind, lächelte er immer. Aber er war so konzentriert im Gebet. Und von Bukhari und Muslim wird überliefert, dass Hazrat Abu Huraira radiallahu anh folgendes überliefert hat, dass der Gesandte Allahs eines Tages die Moschee betrat. Nach ihm kam ein Mann herein, betete. Nach seinem Gebet kam er zum Propheten, grüßte ihn mit dem Salamu alaikum. Rasulullah erwiderte den Gruß und sagte zu ihm, Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Jetzt geh zurück und bete nochmal, weil du hast nicht gebetet. Also ging der Mann zurück, betete nochmal, kam. Das gleiche wiederholte sich dreimal. Nach jedem Salam alaikum salam sagte er, geh zurück und bete, denn du hast nicht gebetet. Nach dem dritten Mal, verehrte Muslime, sagte er, Ja, Rasulallah, Wallahi, ich weiß nicht, wie man anders betet. Ich kann nur so beten. Also lehre mich, belehre mich. Das heißt, es gibt Mängel. Es fehlt irgendwas in meinem Gebet. Belehre mich, ja, Rasulallah. Daraufhin sagte Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, wenn du dich zum Gebet hinstellst, eröffne das Gebet mit dem Takbir. Dann rezitiere einige Verse aus dem Koran, die du auswendig gelernt hast. Dann verbeuge dich in der Weise, dass du ruhig bist und bis zum Ende ausführst. Keine Bewegung in deiner Ruku drin ist. Ta'dil. All deine Organe stillstehen. Dann erhebe deinen Oberkörper in der Weise, dass dieser aufrecht wird und ruhig bleibt. Dann werfe dich nieder in der Weise, dass du die Niederwerfung bis zum Ende ruhig ausführst. All deine Gliedmaßen stillstehen. Dann richte deinen Oberkörper in der Weise auf, dass du die Sitzlage ruhig annimmst und dies machst du im Gebet bis zum Ende, sagte er. Wir kommen zur Moschee. Wieso kommen wir zur Moschee? Wieso beten wir? Wir tun es aufgrund des Befehles von Allah. Wieso sollten wir aufgrund eines wandernden Herzens oder einer juckenden Hand die Segnungen und Belohnungen im Gebet verlieren, so wie wir in der Überlieferung gerade gesehen haben? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, wahrlich ein Mann wird es das Gebet, wenn er gebetet hat, dem wird nur ein Zehntel der Belohnung gegeben. Einem anderen zwei Zehntel, drei Zehntel, vier, fünf Zehntel, je nachdem, wie er mit seinem Khushu in seinem Gebet war. Und er sagte auch in einer anderen Überlieferung, wer das Gebet abkürzt, ist ein Dieb. Der übelste Dieb, sagte er, ist derjenige, welcher vom Gebet stiehlt. Ja, Rasulallah, wie kann denn jemand von seinem Gebet stehlen? Und er sagte, indem er sich verbeugt, indem er sich niederwirft, aber das nicht vollständig ausführt. Also wie ein Vogel, der irgendein Futter pickt. Verehrte Muslime, das Gebet ist Qurratu Aini. Es ist alles für uns. Es ist eine Gnade Allahs. Es ist auch der einzige Schutz, den Allah uns erwiesen hat, das uns vor allen Übeltaten in diesem Leben beschützen kann, wenn wir es richtig beten. Möge Allah es uns ermöglichen, das Gebet richtig auszuführen, richtig zu verrichten. Möge Allah es uns ermöglichen, dass wir die Verse, die wir im Gebet rezitieren, verstehen. Möge Allah es uns ermöglichen, dass wir die Bedeutung von Ruku, von Sujud und von dem ganzen Gebet verinnerlichen und mit diesen Gedanken und mit diesem Khushu ihn anbeten können. Amin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha anil fahshai wal munkari wal baghi. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus salah.